Köln. Es ist 11 Uhr und mein Auto ist bepackt bis oben hin. Ja, natürlich. Das ist keine Frage. Uns ist schon der erste Fauxpas passiert. Wir haben uns nämlich eine Flasche Wasser gekauft. Und die Flasche Wasser ist uns leider gerade im Auto ausgelaufen und wir bestreiten den ersten Tourtag mit nassem Arsch. Ja, du wohl nicht, ne? Ich nicht. Also wir sind gerade in unserer Venue angekommen und hier ist ein wunderschöner kleiner See. Und wir singen uns gerade ein und wir sind hier heute untergebracht. Super schön, hier eine süße kleine Wohnung und ja, gleich geht's ab zum Konzert. Jetzt geht's gleich los. Hast du Bock? Wie sehe ich aus? Sehr schön. Siehst sehr hübsch aus. Dein erstes Bühnenoutfit. Ich bin schon gespannt auf die anderen beiden. Mal auf der Bühne, ne? Dein erstes Mal auf der Bühne. Mhm. Guck mal, da hat sie schon die Gitarre bereitgelegt. Mhm. Where did she go? She just took some clothes and some music to plan away. Where did she go? A lady full of hope, she goes away. Kannst du mal bitte aufräumen? Also unser erster Tourtag ist jetzt zu Ende und wir liegen im Bett. So halb. Also ich lieg nicht im Bett. Und ja, es war ganz cool, oder? Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war eine schöne Location und wir haben leckeres Essen bekommen. Zimtschnecken, Flammkuchen und Käsekuchen. Ich bin schon ein bisschen flotterig, weil ich habe unten Schlafanzugshose an mit Socken, die nicht aufeinander passen. Aber mich sieht ja keiner. Doch ich? Ich muss mir das angucken jeden Tag. Verstehst du? Ja, ich sehe auch nicht gut aus. Bitte. Ich poste schon mal Bilder von Lena auf Instagram. Cool. Gar nichts weiß. Wie immer. Genau. Und wir sind immer noch in Jesteburg. Im gleichen Kaffee, im Cappuccino. Und dann fahren wir nach Rostock im Regen. Und was machen wir da? Weiß ich nicht. Vielleicht Schafe gucken. Weiß noch nicht so genau. Und wo spielen wir heute Abend? Auf der Wiese. Bei den Schafen? Ja, genau. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg und bis dahin. Ja, ich glaube, die reicht für die nächsten 50 Kilometer. Also, wir sind jetzt in Rostock angekommen und haben ein super cooles Hostelzimmer. Es geht auf jeden Fall jetzt gleich los zum Weg. Also wir sind jetzt gerade bei unserer zweiten Location und zwar im Café Käthe und da oben stehe ich schon drauf. Das hier ist unsere Bühne. Und gleich geht es dann los. Wir sind schon freudig und gespannt. Ja. Too close to run away now. It's a mystery. Will he leave or will he stay this time? How can you let someone when you don't love yourself? Kurz vor 11 und wir trinken schon einen Sekt.
und Kaffee und Ei und alles. Und alles. Das können wir gleich weiterfahren nach Lübeck. Wenn wir denn weiterfahren können, macht uns sechs. Also uns nicht anhalten, bitte. Stau. Aber wir sind ganz entspannt. Ja, weil unser Dach ist offen. Und die Sonne scheint. Seltener Anblick. So, wir sind jetzt gerade in Lübeck angekommen und befinden uns gerade am Holstertor. Wir bereiten uns jetzt backstage auf unseren allerletzten Tour-Gig vor, sind sehr aufgeregt und freuen uns. Dann sind ein paar Gäste im Publikum, die wir kennen. Ich bin noch nicht so oft Kurven gefahren mit deinem Auto. Ja. Wir sind arme Künstler, wir haben keine Servolenkung. Dafür haben wir eine Frau im Navi, die Nordisch spricht. Ja, wir sind vorbereitet. Was machst du da? Ich schenke dir einen Luftballon. Okay. Hallo? Ja? Ich schenke dir einen Luftballon. Vielen Dank. Jonah Music.